So, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Witcher 3 mit Paxis, Blood and Wine. Was wollen wir denn machen? Besseres Bett, ich brauche weitere Rüstungsstärke. Gästezimmer sieht ziemlich scheiße aus, das machen wir erstmal besser, würde ich sagen. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Es wäre geil, wenn halt wirklich jemand unangekündigt vorbeikommen würde, wie halt irgendwie ein Freund, also Sultan oder ich habe leider den Namen vergessen von unserem Barden. Wäre geil. Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ach, kann man mehrere Sachen machen? Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. 1000 für ein Bett. Also wenn ich mir überlege, dass ein ganzes Gästezimmer 1000 kostet und ein Bett auch, krass. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Dann nehmen wir direkt alles. Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. 500, okay. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich, sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis Sie hier sind, schätze ich. Ich weiß gar nicht, Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Geld wir haben, aber ich glaube, wir haben wieder über 50.000, also wir haben, glaube ich, wieder so viel, dass es egal ist. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Also ehrlich gesagt habe ich gerade überhaupt gar keine Rüstungen mehr. Geralt lügt wieder rum, aber egal. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden Sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Wie Geralt einfach komplett zum Snob wird, ey. Mal gucken, ob wir das Gelände auch gleichzeitig verschönern können. Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Boudus Garten hergerichtet werden. Plötze verdient einen geräumigeren Stall, Kräuter im Garten, das besprechen wir später. Ja, Plötze auf jeden Fall. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. Das kostet aber bestimmt. Ah, ich hätte mit 5000 gerechnet, okay. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen, doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Boudus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Sträucher auch noch, krass. Gute Idee, Barnabas Basilius.
Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Krass, damit haben wir alles. Muss jetzt alles nur noch fertig das werden. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Sehr schön. Da freue ich mich ja schon. Haben wir das auch fast abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zu den beiden. Genau, Liam und Mathilda. Das müsste hier in der Nähe sein, glaube ich. Was? 800 entfernt? Ich dachte, es wäre näher. Ah, okay, ist noch deutlich weiter unten. Egal, das macht ja nichts. Wir können da ja einfach schnell reisen. Aua, aua, aua. So. Vorsicht, Vorsicht! Nicht runterfallen. Oh, wir haben jetzt sogar noch über 60.000 Kronen, meine Freunde. Und das, obwohl wir gerade, weiß ich nicht, so 5.000 ausgegeben haben, circa. Gehen wir mal zum Belgard-Weingut. Was wollen die denn? Also ich gehe mal davon aus, die geben uns jetzt noch irgendein Dankeschön halt, weil wir sie vereinigt haben. Und vielleicht erzählen sie uns jetzt noch, dass sie jetzt bald heiraten werden oder so. Keine Ahnung, würde mich nicht wundern. Auch wenn sie erst seit ein paar Tagen zusammen sind im Endeffekt. Also, ich weiß nicht, ob sie auch eine Beziehung haben, aber seit ein paar Tagen zusammen halt das Weingut haben, das neue, das meine ich. Oh, die haben sogar Wachen, nice. Das ist eigentlich auch ein geiles Weingut auf jeden Fall. Sogar mehr. Alles in Ordnung. Ah, Hexa, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Ich stand zwar gerade oben und bin jetzt unten, aber egal. Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Ich wusste, dass sie zusammenkommen. Es war so klar, oder? Es war einfach vorherzusehen. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Heiraten. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Oh krass, Geralt von Riva, Schlechter von Blavigen, Weißer Wolf. Ich glaube, Weißer Wolf würde mir am besten gefallen. Schlechter von Blavigen, mein Gott. Geralt von Riva ist einfach zu arrogant irgendwie, finde ich. Und passt einfach nicht zu einem Wein. Aber Weißer Wolf... Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Was geht hier vor? The Witcher 3, Wild Hunter, erfolgreich gehalten. The Grapes of Wrath Stormed. Nice. Jetzt haben wir unseren eigenen Wein, wir haben unsere eigene Waffe, wir haben unsere eigene Rüstung, wir haben unser eigenes Schild, wir haben, ich glaube, eine eigene Armbrust, jetzt haben wir unseren eigenen Wein, unser eigenes Weingut. Wie geil ist das denn, ey? Gucken, was der für einen Effekt hat, der Weiße Wolf. 50 Vitalität, aha, okay. Okay, aber Weißer Wolf finde ich erstmal ein geiler Name für einen Wein. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann den eigenen Wein produziere, dann nenne ich ihn auch so. Okay, finde den Schutz. Schuhputzer. Achso, nee. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier hin auf die Trastamara Jagdhütte. Und machen dann Hexe, das Nebenquest von. Der Kämmerer belohnt dich stattlich. Von, wie hieß sie noch? Von der alten Frau halt. Fertig. Und dann haben wir, glaube ich, alle Nebenquests, die ein direktes Ziel haben und nicht nur irgendwie nebenbei was. Also, wir haben halt noch. Das hier, ne, Quint und sowas und diesen Ritter zu Diensterfüller, die 15 Aufträgen, bla bla bla. So, das, ihr wisst, was ich meine, so. Und deswegen, also wir haben dann eigentlich alle Nebenquests geschafft, das ist schon krass. Wo ist es denn? Hier, ne? Ja.
Schatz suchen weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde dann erst mal nach den Nebenquests das Hauptspiel durchspielen und dann habe ich wahrscheinlich eh keinen Bock mehr auf. Was mache ich denn? Dann habe ich wahrscheinlich. Hallo, Geralt. Habe ich wahrscheinlich eh keinen Bock mehr auf die Schatzsuchen. Aber mal gucken. Die sind auf jeden Fall besser, die Schatzsuchen in Blood and Wine als bei Witcher 3. Das kann man schon mal sagen. Ach, wenn ich mir überlege, wie viele Spiele ich eigentlich noch spielen wollen würde, aber momentan habe ich einfach keine Lust, mir die Zeit dafür zu nehmen. Das ist echt schade. Aber es ist halt einfach so. Ne? Ich meine, Outlast 2, The Evil Within 2, jetzt kommt ein neues Tomb Raider raus. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst spielen sollte. Dann FIFA 19. Ah. Also alleine, wenn ich schon mit FIFA 19 anfangen würde, hätte ich wieder von nichts anderes Zeit. Aber wenn ich nicht mit FIFA 19 anfangen würde, wäre es das erste Mal, dass ich seit FIFA 11 oder so nicht jedes Jahr, also nicht jede Saison das neueste FIFA spielen. Wirkt immer noch total verwunschen hier. Schauen wir mal auf. So. Ja, wirkt immer noch sehr verwunschen und verhext und geheimnisvoll und angsteinflößend. Und gruselig. Oh Gott, hoffen wir mal. Ach so, das ist gar nicht hier. Ich wollte gerade sagen, hoffen wir mal, dass es nicht zu viele Fässer gibt, die wir durchsuchen müssen. Hoho! Ich sollte mich ein wenig umsehen. Krass, wie viele Löffel hier liegen. Seltsam. Sag bloß, wir haben es mit dem ersten gefunden. Goldener Stab der Freude. Aha, und 400 Kronen. Wie hübsch. Würde sich gut im Haus machen. Das war's. Wir haben tatsächlich durch Zufall direkt im ersten Fass das Richtige gehabt. Wie krass ist das denn? Oh mein Gott. Stab der Freude, was macht er denn? Goldener Stab der Freude, Marlenes mitgibt. Soll es eine Anspielung auf einen Dildo sein? Weil Stab der Freude erinnert mich einfach am ehesten an ein Vergnügungsobjekt für Frauen, aber ich weiß nicht so richtig. Das, also er will es anscheinend in seinem Haus aufstellen oder kann es in seinem Haus aufstellen, also scheint es ja eher so eine Art Trophäe zu sein, merkwürdig. Hallo, hoch mit dir. Das war irgendwie einfach und total unspektakulär dadurch, also ich bin überrascht. Jetzt machen wir mal mit. Wurde der Weisheit zu Monsterflüchen? Warum kenne ich das noch nicht? Monsterflüche und ihre Beschreibung. Einführung. Flüche, die Mitmenschen in Monster wandeln, gibt es seit Anbeginn der Zeit. Ihre Ursprünge sind so vielfältig wie ihre Wirkung. Meistens wird der Fluch von Magiern oder Zauberinnen gewirkt. Er verwandelt das Subjekt. Das geschieht nicht immer sofort. Manchmal verwandelt sich die verfluchte Person auch allmählich. Es kommt auch vor, dass der Fluch von einem normalen Mitmenschen gewirkt wird, dessen Gewissen rein ist und der gute Taten getan hat. Eine solche Person kann mächtig sein und jene verfluchen, die ihr Übles tun. Solche Flüche sind stark und nicht einfach aufzuheben. Flüche, die menschliches Elend rächen, sind meist langwierig und leidvoll. Ja, geh hier mal lang, Geralt. Tja, da war's das jetzt wohl schon. Also, das ist irgendwie. Wo geht's denn hier hoch? Krass. Wir haben die. Also, wie gesagt, es gibt noch Schatzsuchen, aber. Keine Nebenquest oder keine klassischen oder werden nicht als Nebenquest aufgeführt. Gut. Sieht man jetzt auf der Karte, wo das überall ist? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, hier ist es. Ach nee, das ist der Kämmerer, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zuerst hier hin, weil wir ja sowieso noch die Fragezeichen da klären wollen. Das passt also schon. Ist halt die Frage, wie wir das jetzt am besten abarbeiten, aber das ja erschließt sich mir so ein bisschen so. Also wollen wir zuerst hier hin. Dafür müssten wir hier hinreisen. Das heißt. Also ein paar Nebenquests haben wir noch, aber das sind halt nur kleine Aufgaben, inklusive Fragezeichen. Die dann dazu führen, dass wir ein größeres Nebenquest mit dem Kämmerer abschließen. Der uns dann wahrscheinlich noch ein bisschen Kohle gibt. Das heißt wahrscheinlich, der wird uns einfach noch Kohle geben, ist ja klar. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Nach Lviv.
Von da aus beginnt unsere letzte Fragezeichenreise. Es ist jetzt alles das Letzte, was wir machen. Ich denke aber, dass das Nebenquest, ich denke, dass das Hauptquest noch einige Stationen hat. Also da wird's, denke ich, noch, könnte ich mir vorstellen, so 5 Zwischenparts geben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in 1-2 Parts fertig sind. Also ich denke, wir werden dann noch 5-mal irgendwo hinlaufen müssen. Also ihr wisst, was ich meine, ne? 5 Stationen oder so wird's dann noch geben bei den Nebenquests, bei dem Hauptquest. Mein Gott. 308. Ja, wir rennen erstmal. Das sieht mir ein bisschen uneben aus. Wer fällt ein? Gut, hätten wir auch reiten können, aber na komm. Plötzlich, ich baue dir einen neuen Stall. Freu dich. Es war im Wasser, oder? Dieses Fragezeichen könnte also mit Wassermenschen zu tun haben. Oder Wasserleichen, oder wie auch immer. Ertrunkenen. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen Fragezeichen auch noch ein weiterführendes Nebenquest mit dran oder so. Ja, ich wusste es doch. Versteckter Schatz und ertrunkene Bewachen. Stirb! So. Das war einfach. Es ging schnell. Ah, weiterführen. Ich hab's geahnt. Direkt der erste. Brief an Pascal Pellissier. Liebster Pascal, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei guter Gesundheit. Du weißt ja, dass meine Leidenschaft für dich keine Grenzen kennt und ich mich mit jeder Faser danach verzehre, deine Frau zu werden. Bald stehen wir gemeinsam vor dem Altar und ich hoffe, du verstehst, dass diese Zeremonie so wunderbar werden soll, dass die Herzogin selbst von Neid erblasst. Bitte verstehen dies nicht als Tadel irgendeiner Art, mein Liebster, aber wir wissen doch beide, dass der bescheidene Sold eines Soldaten für einen so extravaganten Ball, wie wir ihn verdienen, nicht ausreicht. Doch sei nicht betrübt, ich habe eine Lösung für unser kleines Problem gefunden. Sicher hast du von dem Schiffswrack im Sands Retour erfahren, aber kennst du auch die ganze Geschichte? Zu Zeiten Herzog Raimunds beschloss einer der reichsten Männer des Herzogtums, Gael Sask, mitten auf dem Fluss einen Ball zu geben. Und was für ein Ball das war. Herrlich, gewandete Edeldamen, elegante Kavaliere in weißen Hemden und herrlichen Wämsern. Gael hatte offenbar eine Truhe mit Juwelen an Bord und wechselte immer wieder die Ringe, um alle mit seinem Reichtum zu beeindrucken. Die Festlichkeiten waren voll im Schwange, als plötzlich ein Sturm hereinbrach. Die Masten brachen und das Schiff kenterte. All die wohlhabenden Gäste in ihren Geschmeide sanken im Nu auf den Grund des Flusses. Diese Tragödie hat vielleicht letztlich ihr Gutes, denn ich habe den Schlüssel zu Gales Sachs Juwelentruhe. Damit rückt unser zukünftiger Reichtum in Reichweite. Die Ertrunkenen brauchen natürlich keinen Schmuck, nicht wahr? Es liebt dich mehr als das Leben selbst, Bella de Gunis. Wie viele Leute sterben, als wieder irgendeine beschissene Schnapsidee haben hier? Ist unglaublich. So, die Ertrunkenen haben keinen Bock auf Schmuck, aber die hatten halt einfach mal mega... Was ist denn das da für ein Bug gerade gewesen? Egal. Die haben einfach mega Bock auf Leichen, also auf Menschen, die sie essen können. Und natürlich musste der Mann das dann wieder machen und ist dabei gestorben. Naja. So, haben wir Trunkene hier. Oh, ist gar nicht tief, sehe ich gerade. Sehe aber auch nicht wirklich viel, muss ich zugeben. Kommt der her, oder? Ja, schießt du mal, Geralt, oder? Hä, muss man unter Wasser erst die Armbrust auswählen? Das weiß ich gar nicht mehr. Hat uns auch gar nicht angegriffen, der arme Trunkene, aber muss ich trotzdem umbringen, weil er mich sonst nervt, während ich hier am Suchen bin. Scheiße, ich sehe gar nichts. Wir sind auch eigentlich wieder raus aus dem Kreis. Es ist so dunkel. Da ist eine Truhe. Nee. War doch keine Truhe. Oh. Ganz knapp. Fast hätten wir ein bisschen Sauerstoff. Ach, hier ist wieder zu hell, ne? Für Katze. Könnten auch Schwertwallen nehmen. Da sieht man ja auch besser unter Wasser und hält länger die Luft an. Oder kann länger die Luft anhalten. Wäre vielleicht besser gewesen. Ach, warum nicht noch im Nachhinein nehmen, was soll's.
Schwertwahl. Keine Ahnung, wie es aussieht. Vollmond, Maribo, Schwarz, Schnee, Donner, Waldkauz, Honig, Goldener Pyrol, Wolfsstunde. Bin ich doof? Hä? Es hängt vorübergehend die erforderliche Stufe, das ist Rotz. Phosphorengift ist egal. Hier, das ist Schwertwahl. Okay, ja, nachdem ich Katze genommen habe, ist jetzt alles nur noch greller, verdammt! Finde die Schatztruhe im Schiffswrack. Leuchtet aber auch gar nichts. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es hier irgendwo drin ist, weil es da schwieriger ist zu finden, also in dieser Spalte, aber es sieht nicht so aus. Sind wir auch schon durch. Wir filmen einfach nochmal komplett durch die Spalte und dann können wir uns sicher sein, dass hier unten das nicht ist und dann gucken wir oben weiter. Würde ich schon gerne noch finden, bevor ich die Folge beende, muss ich sagen. Hier liegt aber auch sonst liegen ja auch bei diesen Wracks immer mehr als nur eine Kiste rum, aber irgendwie hier scheint es nicht so zu sein. Oh, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben! Also ich glaube, in der Spalte ist es wirklich nicht. Ich sehe quasi gar nichts, ey. Greift er uns an? Okay, jetzt sehen wir ein bisschen mehr, weil Katze weg ist. Aber es ist halt jetzt auch irgendwie dunkel. So, da ist doch ein Schiffswrack, oder? Muss doch da drin sein. Warum ist denn Geralt so langsam? Wie kommen wir denn da rein? Müssen wir da rein? Halt, war hier gerade was Rotes? Okay, jetzt sind wir drin. Fuck. Wir müssen eigentlich wieder raus, weil... Komm, Geralt. Komm, Geralt! Sauerstoff! Okay, ich merke schon, das wird ja nichts mehr mit der jetzigen Folge. Wir probieren es beim nächsten Mal nochmal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.